Ja, Digga, ich sehe das in Huren. Hauptsache, das kannst du ja einfach sagen, dass du heute super scheiß Haare hast. Hauptsache, ich hab Rolex an, ne? Komm jetzt. Aber was ist, wenn du die Cap von Sports an hast? Ich bin auch nicht bekannt dafür, dass ich schön bin, ne? Zu meiner Rechten, mein sehr verehrter Geschäftspartner, Tim G. Willst du das wirklich wieder so machen? Willst du es wirklich wieder so machen? Wie würdest du es anfangen jetzt, wenn keine Kamera da ist? Ich finde, das sind die besten Anfänge. Mies cringe Begrüßung. Und damit herzlich willkommen zu einer Kollektion, die ihr nicht erwartet hättet. Der ein oder andere weiß es vielleicht, wir haben eine Brand namens Ola Kalam. Die führen wir jetzt schon seit mehreren Jahren. Und was gäbe es Besseres als eine Kollektion, die rund ums Thema Sport geht? Tim und ich, wir sind schon unser Leben lang wirklich sportlich aktiv. Wir haben schon in unserer gesamten Laufbahn mit unglaublich vielen Sports-Brands zu tun gehabt. Und jetzt haben wir endlich unseren, immer die Sklaven mit, wir haben unseren Traum verwirklicht. Ja, Digga, als würden wir hier stehen, irgendwie noch einen Preis dafür bekommen. Aber ohne Scheiß, wir haben wirklich jetzt mal eine Kollektion, wo wir sagen, Thema Sport aufgegriffen, explizit und mit der Handschrift von Ola Kalam kombiniert. Damals mit GA-Zeiten schon war das so, haben wir gedacht, ey, wie wäre es eigentlich, eine eigene Sportskollektion rauszubringen? Wenn ihr uns länger verfolgt, dann wisst ihr das, dann brauchen wir euch gar nicht so krass einen auflabern, aber es war echt auch verbunden mit diversen Kopffix, weil wir uns hier, weil es so eine Herzensangelegenheit ist, glaube ich, auch sehr stark persönlich unter Druck gesetzt haben. Ich glaube grundsätzlich vom Anspruch her, ihr kennt es mittlerweile von uns, wir haben qualitativ und auch von den Details, egal ob es jetzt um Prints geht oder um Verarbeitungsschritte, haben wir einen sehr, sehr hohen Anspruch. Das habt ihr, glaube ich, auch bei uns im letzten Video gut mitbekommen können und auch für alle die bei uns Kunden sind, und man muss ja auch wirklich mittlerweile sagen, wir machen das Ganze schon eine Zeit lang, wir haben ja mittlerweile auch wirklich viele Kunden. Wir hatten heute ganz kurz eine Sache, wir hatten heute unseren Online-Marketer da, ja, und die haben gesagt, dass wir ultra viele starke Bestandskunden haben, dass das ein krasses Qualitätsmerkmal ist, wie oft bei uns Leute wieder bestellen, wenn sie einmal bestellen. In ihren ganzen Portfolios von Unternehmen, die sie da managen, haben die gesagt, haben die noch nie sowas gesehen. Real Talk. Na ehrlich, ja, boom. Ehrlich. Bevor wir loslegen, gibt es noch eine Sache, die ist wirklich wichtig und die lohnt sich für jeden von euch zuzuhören, weil wir haben eine geisteskranke Gruppe. Ihr habt wahrscheinlich diese ganzen WhatsApp-Gruppen in letzter Zeit gesehen. Wir wurden jetzt endlich auch freigeschaltet für dieses Feature und ich muss sagen, ich gucke mir das gerne an. Vor allem Monte macht da wirklich sehr guten Content. Da könnt ihr joinen, da werden wir Sachen posten, wo wir jetzt zum Beispiel Sachen, Teile an denen wir entwickeln, wo wir euch nach Feedback fragen, so welche Sachen ihr geil findet und so weiter. Also unterm Strich, es ist kein Spam oder irgendwas Nerviges. Es ist wirklich super easy für euch. Ihr müsst nur auf den Link gehen. Ihr bekommt am Sonntag, wenn der Drop kommt, um 12 Uhr einen 20% Rabattgutschein und einen Early Access. Dann könnt ihr die Kollektion shoppen mit einem schönen Rabatt, also wirklich eine Aktion. Ich empfehle es wirklich jedem von euch, der das Video guckt, da einfach reinzuschauen. Es ist natürlich jetzt keine Kollektion, die hier ausgefallen, bla bla bla, wo man ultra viel drüber reden kann. Wie gesagt, die Details und die Ansprüche. Rede mal über die Sachen, die dir gefallen, weil ich finde zum Beispiel jetzt, die Jogginghose ist ja ein Piece, wo du gesagt hast, ey, ich will die perfekte Jogginghose für mich machen. Die Jogginghose wirkt auf den ersten Blick halt einfach wie so eine Standard-Jogginghose, ne? Aber man muss sagen, erstmal der Stoff, ne? Wir haben wieder einen super heavy 100% Cottonstoff. Dann haben wir ganz unten an der Hose haben wir ein Bündchen. Der hat jetzt keinen super weiten Schnitt, aber der ist jetzt auch nicht anliegend. Das heißt, so eine schöne Mischung in der Mitte. Ein Sports-Logo gemacht, können wir gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Ist hier ganz klein eingestickt auf der Hose. Dann haben wir, wie ihr auch von unseren anderen Pieces vielleicht kennt und von unseren Jeans, haben wir diese Linie, die hier an der Seite verläuft, mit einem Abnäher an die Seite. Dann haben wir die asymmetrische Hosentasche auf dem Rücken. Linke Seite. Das kommt so cringe, Digga, wenn du so die ganze Zeit die gleiche Bewegung machst wie ich, Alter. Weißt du, was eine Sache ist, die mir so unglaublich wichtig bei der Hose war? Ein Reißverschluss an der Hosentasche. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn du beim Joggen bist oder irgendwo Fahrrad fahren oder sowas, du dein Handy oder Geldbeutel in der Hosentasche hast und du Angst hast, dass das Scheißding rausfällt. Also es ist auf den ersten Blick wirklich eine simple Jogginghose. Wir haben die auch in 4 Colorways. Schwarz, Grau, Beige und Sandfarben. Wie gesagt, sind unscheinbare Jogginghosen, aber für mich wirklich die besten Casual All-Day Jogginghosen, die man holen die kann. Die best. Pieces, auf die wir sehr, sehr stolz sind und auch auf Pieces, die uns sehr, sehr wichtig waren für diese Sports-Kollektion. Es geht um die Tech-Shirts und die Tech-Longsleeves. Wir finden zum Sportmachen, gerade auch wenn man ins Fitnessstudio geht, diese Piece ist unglaublich geil, weil du hast ein schönes Körpergefühl. Das fühlt sich alles schön straff an. Es betont auch richtig nice mit den anatomischen Nähten, die wir da drauf haben, eure Form. Ne? Also gerade, wenn ihr gerne ins Fitnessstudio geht. Hier auf den Ärmeln habt ihr im Prinzip nochmal die Nähte, die nach oben gehen. Das ist ein geiles Shirt. Hier auch in der Arminnenseite. Das betont alles nochmal so ein bisschen so die Anatomie von eurem Körper. Und ihr habt hier am Bauch die Taillierung. Und hier nochmal die Linie, die hier drüber geht. Das lässt euch schön V-förmig wirken. Ihr seht ja auch, wie unfassbar breit ich gerade aussehe, oder? Ist okay.
Und was André, also schlechtester Kameramann. Kurz, diese Schnittpunkte so aufeinander abzustimmen, das ist echt komplex und das kann auch nicht jeder. Deswegen kann ich euch sagen, auch werdet ihr sowas bei anderen Brands jetzt nicht häufiger sehen. Wir sind beide Riesenfans von diesen Anatomie-Sachen, die wir bei Ola Kala machen. Du kannst Ola Kala sozusagen, ohne Ola Kala draufzuschreiben, weißt du bei den Anatomienähten, das ist uns. Da sind wir voll stolz drauf, dass wir diesen Teil unserer, sag ich mal, Identity entwickelt haben. Dieser Stoff ist echt so richtig soft und weich, der fühlt sich auch auf der Haut richtig nice an. Wirklich sehr dünn. Sehr dünn, aber trotzdem so ein richtig schönes Feeling, wie so eine zweite Haut eigentlich fast. Ja, ja. Das ist wirklich wie so ein Snakeskin. Wie so ein Snakeskin, ja genau. Ich schwöre, aber das ist besser aber als der Snakeskin. Ja, ich schwöre. Weil der Snakeskin war so fest. Der war viel zu fest. Das ist so richtig schön fluffy, das Teil. Also bevor wir jetzt so zu viel schwärmen. Nee, aber kurz bei diesen Funktionssachen, weil wirklich Nico und ich haben unser Leben lang Sportklamotten getragen. Ich kann es euch runterbeten und wir kennen die Schwachstellen von dem Produkt. Entweder sind die labbrig oder, ich habe darüber auch mit Sascha gesprochen zum Beispiel, der hat gesagt, ey, das fitted true to size und das ist richtig crazy, hat noch nie so gute Funktionssachen an. Oder du hast welche, die sind so Kompressionsware, du fühlst dich nicht wohl darin. Ja, ja. Und der hier gibt richtig gut nach, der Stoff. Deswegen, ich sag euch, ihr werdet keine geileren so Kompressions-Tees oder Longsleeves haben als das. Es gibt davon T-Shirts und Longsleeves, ne? Dann gibt es in Schwarz, es gibt es in diesem Mintton, den ich gerade anhabe und es gibt es noch in einem Blauton. Wir haben nämlich logischerweise auch wieder Hoodies und Zip-Jackets gemacht. Hoodies haben wir hier, ihr seht schon den einen bei Tim, mit dem Sports-Logo, was wir neu gemacht haben. Alle Qualität, die ihr von uns kennt, mit all den Details, die ihr habt, mit hier dem Stick wahrscheinlich, der halt, sage ich, unterbrochen wird von diesem Sports-Logo. Die Leute, die uns auch schon länger verfolgen, sehen auch vielleicht eine kleine Hommage in dieser Kollektion an die Heat-Kollektion. Alter. Weil das ist der gleiche Schriftzug, den wir da hatten, haben wir hier nochmal verarbeitet, weil wir das auch einfach geil fanden. Davon haben wir drei Colorways, passend auch zu den Jogginghosen dazu, könnt ihr also perfekt kombinieren, wenn ihr Bock habt. So. Aber nur, wenn ihr Bock habt. Genau. Wir haben noch zwei Shorts, die wir für euch gemacht haben. Gerade jetzt, wenn die Temperaturen in die Minusgrade gehen, haben wir gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt für zwei Shorts. Nee, aber wenn man ins Fitnessstudio geht, kann man ja immer eine brauchen. Deswegen, wir haben zwei Stück gemacht aus so einem etwas glänzenderen Material. Die Shorts hat im Übrigen auch eine Hosentasche mit einem Reißverschluss. Auch da wieder gleiches Spielchen. Relativ simpel, aber trotzdem sehr qualitativ, die Shorts. So, dann haben wir zwei T-Shirts. Einmal in einem Grauton. Kennt ihr auch vom Maskenhoodie Drop. Das ist der gleiche Dunkelgrauton. Wirklich ein super, super nices Grau. Mit einem Foam Print und dem Sports Logo drauf. Und dann habt ihr einmal ein weißes T-Shirt mit einem blauen Siebdruck drauf. Ein bisschen für Abwechslung. So, dann haben wir noch eine Zip-Jacket. Ihr kennt die Zip-Jackets ja von uns, von dem Zip-Jacket Drop mit den Colorways. Es gibt im Prinzip nochmal den genau gleichen mit dem gleichen Schnitt, nur nicht mit Polyester, sondern mit 100% Cotton haben wir noch eine Variante gemacht. Die fittet nochmal ein bisschen anders. Vom Aufbau her sind die eigentlich genau gleich wie die Zip-Jacken vom Zip-Jacken-Drop. Mit den Details, mit den Doppelzippern. Nur, dass ihr da einen Stick habt, anstatt einen Foamprint. Genau, mit dem Sports-Logo wieder drauf. Auch so mal kleine Qualitätsmerkmale, über die man immer spricht. Vom Reißverschluss seht ihr auch, wenn ihr reingeht, dass das hier schön bis zum Ende durchgestickt worden ist. Und dass halt dieser Übergang, wenn ihr den Zipper zumacht, dass auch einfach halt diese Linien schön aufeinander fallen. Das ist so ein kleines, einfach Attention zu Detail. If you go to the beach, or if you like to go to the Herrensonne, we get the right thing for you. Also, aber auch beim Handtuch muss ich wieder sagen, Attention to Detail ist krass. Wir haben hier die anatomischen Linien eingewebt, ja, mit dem Ola Kala Schriftzug und dem Sports-Logo obendrauf. Ein richtig schöner Sandton fürs Handtuch und qualitativ auch wirklich auf höchstem Level. Ja, da uns Ashraf leider keine Trackies geschickt hat, haben wir unseren eigenen gemacht. Der wird jetzt noch nicht released, der kommt erst später raus. Ein Ripstop Tracksuit. Hier an der Seite versteckte Taschen, die man im ersten Moment nicht sieht, mit einem Reißverschluss. Da habt ihr auch ordentlich Stauraum. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Gelled Bayotil drin. An der Seite hier Kordeln, damit ihr die Jacke unten enger machen könnt, falls ihr das möchtet. Ich finde das zum Beispiel cooler, so den Fit. Das kommt immer darauf an, wie man es lieber hat, ob man das so zutragen möchte oder ob man unten das offen haben will. Diese Nähte so auch mit dem Rücken ist es so angeschnitten. Auch hier wieder halt diese ganzen Anatomie-Details. YKK-Zipper. Dann haben wir eine Innentasche. Hier nochmal mit einem Reißverschluss, also falls ihr da auch noch irgendwas verstauen wollt. Die Hose dazu. Unten etwas weiter habt ihr aber auch einen Kordelzug, wo ihr es enger machen könnt, falls ihr das möchtet. Alles, was man an einem Tracksuit braucht, hat dieser Tracksuit. Uns ist einfach wichtig gewesen, dass wir vor allem bei Sports halt einfach so ein dynamisches Logo haben, wo das so aussieht, als sei das Ganze in Movement und vor allem, dass es halt organisch ist, dass es halt rund ist und auch passt zu den Anatomienähten und dass es einfach halt zu der Font passt, die wir verwenden und auch zu der ganzen Linienführung. Und ich muss sagen, ich bin sehr kritisch mit Logos, das finde ich ist mit Abstand eins der besten Logos, was wir hier gemacht haben. Wie gesagt, kommt in die WhatsApp-Gruppe oder tragt euch in den Newsletter, es lohnt sich wirklich. Am 29.10. um 12 Uhr mittags, okay,
geht der Early Access los bis zum 30. um 12 Uhr und ab dann beginnt der reguläre Sale. Wir haben euch in der Beschreibung, wie gesagt, verlinkt, WhatsApp und Newsletter. Tragt euch unbedingt ein, ihr bekommt da 20%. Es lohnt sich wirklich, wirklich da reinzukommen. In diesem Sinne, wir hoffen, die Kollektion gefällt euch. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß damit. Gerne mal bestellen, mal austesten, gerne auch mal ein bisschen eure Meinungen mit Ola Kala teilen als Kunden. Würde uns auf jeden Fall freuen, da auch ein bisschen euer Feedback hier in den Kommentaren zu lesen. Hey, vielen, vielen Dank auch für den Support bis hierhin und es ist echt geil, dass wir endlich auch mal Sportklamotten machen können. In diesem Sinne, meine allergejutsten Kunden, wir sehen uns am Sonntag im Shop.